Hallo zusammen und willkommen zurück zur Ferrari-Karriere, zum zweitletzten Rennen hier in der Saison, zu einer sehr erfolgreichen tatsächlich, denn wir sind aktuell auf Platz 3 und wir wollen den natürlich auch behaupten, die letzten zwei Rennen, natürlich auch vielleicht noch Mercedes angreifen, aktuell Platz 3 sind wir in der Konstrukteursmeisterschaft. Bevor wir gleich reingehen ins Rennwochenende, haben wir hier für Antrieb und Strapazierfähigkeit nochmal ordentlich was reingeballert an Punkten, damit sind wir deutlich führendes Team. Eigentlich müssten wir hier Upgrades sichern für die nächste Saison, das werde ich jetzt hier in dem Fall nicht machen, da ich die nächsten Male hier in F1 2021 keine Karriere mehr als Videos, sondern wahrscheinlich nur noch Online-Rennen hier fahren werde in diesem Game. Von dem her werden wir auf jeden Fall diese Saison hoffentlich noch sehr gut abschließen. Und wir schauen kurz mal aufs Fahrzeug drauf. Wir haben noch ein Getriebe, das wir für das letzte Rennen dann wahrscheinlich bekommen. Das Getriebe geht noch für dieses Rennen in Brasilien. Triebwerk sieht es noch ganz gut aus. Es müsste eigentlich auch noch super, super durchgehen. Und in diesem Sinne gehen wir doch direkt rein zum Rennwochenende ins Qualifying. Wir sind direkt schon drin im Qualifying und begeben uns auf die zweite schnelle Runde hier. Aktuell mal wieder Platz 9, der Standardplatz, so wie immer. Schauen wir mal, wo wir hier noch landen können, wenn wir da nochmal eine richtig gute Zeit raushauen. Brasilien. Sollten wir ordentlich gut unterwegs sein eigentlich. Mit dem Paket mittlerweile, was der Ferrari eigentlich hat. Sainz hat das bisher ein bisschen besser hingebracht in den letzten Rennen. Im Qualifying immer sehr stark abgeliefert. So, aktuell 1/10 Verbesserung. So, sieht sehr gut aus im Moment. Ganz, ganz eng über die Curbs. We've only got 2 laps of fuel left. Na, es könnte nochmal eine ordentliche Verbesserung werden hier im zweiten Versuch. Sehr schön. Letzte lange Gerade. Gut rauskommen aus der Kurve. Hamilton aktuell 7. Also die 2 Mercedes müssen wir natürlich irgendwie ins Visier nehmen. Nochmal Flügel auf. Wo bleibt die Zeit stehen? Ganz, ganz eng. Ah, Platz 8 nur. Schauen wir mal, ob wir wenigstens dieses Mal Sainz schlagen können. Das wäre mal ganz wichtig, dass wir mal ein besseres Qualifying haben. Das haben wir echt selten geschafft in dieser Saison. Sainz mit Qualifying zu schlagen. Oh mein Gott. Das Qualifying ist einfach nicht so die Stärke. Der zweite Versuch war sehr gut. Es wäre noch ein bisschen was drin gewesen, aber irgendwie soll es einfach nicht sein. Es soll einfach nicht sein. Vielleicht beim letzten Rennen, aber im Rennen klappt es immer besser. Also gehen wir rein. Let's go. Wir legen los zum Renntag. Es ist schönes Wetter. Es ist ein strahlender Renntag. Ah, die Mercedes sind stark hier. Die werden richtig strong sein. Wenn man seine Startposition einnimmt. Schauen wir mal kurz auf die Startaufstellung. Da wird sich sicher noch mal was tun. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige vielleicht nochmal weiter vorne starten. Heute starten Sergio Perez von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Perez Bottas. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Gasly. Gasly von der 4 und Tsunoda. Und wir kommen ganz einen Ticken weiter vor, einen ganzen Schritt. Verstappen nochmal Strafe. Okay. Auch komisch, zwei Rennen hintereinander. Carlos Sainz auch wieder eine Strafe bekommen. Also das schlechte Qualifying ist nicht so schlimm, die letzten Rennen. Das straft uns nicht so sehr ab. Mazepin auch von der 18. Und Vettel auch von ganz hinten. Also doch mit Platz 5 wieder ein ganz ordentlicher Startplatz. Und wir schauen kurz drauf. Wir haben planmäßig einen Stop. Wir werden aber wahrscheinlich auf die Medium gehen. Mit denen kann man normalerweise hier in Brasilien sehr gut durchfahren. Mal schauen, was die KI dann macht, ob die auf die Harten gehen. Kurzes Setup, wie immer, anschauen und durchklicken. Hier müssen wir natürlich auf maximalen Bremsdruck und Bremskraft gehen. Reifen sehen folgendermaßen aus und dann starten wir rein. Und rein geht's ins Rennen. Beide Mercedes direkt voraus, die Hauptkonkurrenten in den letzten zwei Rennen. Let's go, sehr guter Start. Gasly zieht direkt rüber. Oh, der zweite Alpha Tauri hat auch echt einen richtig starken Start. Erwischt, geht da direkt an Gasly auch noch vorbei. Können wir da innen durchgehen an Gasly? Müssen wir eigentlich die bessere Performance haben? Oh, der zieht doch ordentlich weg. Nicht gedacht, dass Gasly da so flott ist. Na, hat nicht ganz gereicht. Bottas ist vorbei an Perez. Perez hat Probleme. Perez nur Zweiter.
wird jetzt gleich angegriffen von Hamilton. Aber was ist mit den beiden Alphas los? Perez verliert einen nach dem anderen. Einen Platz nach dem anderen. Ziehen innen rein. Jawohl. Sehr gut, hat geklappt. Gegen Tsunoda. Nein, gegen Gasly war es. Tsunoda schon auf der 4 jetzt. Oh no. Okay, wir werden ein bisschen Leistung verlieren, sagt Jeff. Ja, das kommt natürlich ein bisschen durch die abgenutzten Komponenten. Mal schauen, was wir dann beim letzten Rennen machen. Ob wir dann nochmal ein paar Plätze in Kauf nehmen müssen. In Saudi-Arabien, beim letzten Grand Prix hier in dieser Karriere. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf dieses Rennen. Werden wir hier an Tsunoda vielleicht außen vorbeigehen? Müsste sich ausgehen, jawohl. Sehr schön. Erste Runde ganz ordentlich hinbekommen. Vierter Platz jetzt. Und jetzt schauen wir, dass wir an Perez wieder ranfahren. Hamilton, Bottas, die Spitze. Einfach beide haben Perez überholt. Richtig stark. Da wollen wir uns jetzt irgendwie dran klemmen. Wir sind jetzt in Runde 9 direkt hinter Perez. Hamilton hat ein bisschen nachgelassen. Bottas ist aber auch nicht so weit weg, aber wir können uns ein bisschen mitziehen lassen. Aber man merkt schon, dass die Komponenten des Ferrari richtig durch sind. Also da geht nicht mehr so viel. Ja, Temperaturen sind auch zu hoch. Das Getriebe kriegen wir wahrscheinlich gerade noch so übers Rennen. Da werden wir ein neues kriegen fürs letzte Rennen. Aber ansonsten sieht es echt richtig schwer aus, da dran zu bleiben. Hinter Perez. Verstappen ist schon am ersten Alpha Tauri vorbei. Aber jetzt sind wir nah dran an Perez. Funktioniert das jetzt? Können wir vielleicht direkt schon auf Überholmodus gehen? Ja, wir kommen nah ran. Aber nicht vorbei. Ja, da fehlt die Power. Da fehlt einfach deutlich. Da fehlt es deutlich. Aber jetzt sind wir ganz nah. Komm, jetzt vielleicht schön rauskommen. Das war eine gute Runde. Das war eine sehr schnelle Runde. Da kommen wir nah ran, aber es reicht wieder nicht. Jetzt. Außen. Great maneuver. You made it look easy. Oh, selten so gemacht. In Brasilien, aber es hat geklappt, tatsächlich. Und wir sind hinter den beiden Mercedes. So, wann ist Boxenstopp? Wir müssen eigentlich schon bald reinkommen. Und dann schauen wir mal, ob das klappt mit den Medium-Reifen. Vielleicht mal kurz drauf schauen, was die Reifen sagen. Ja, 37% ist schon relativ viel. Wahrscheinlich wird der erste Mercedes jetzt gleich schon reinkommen. Wir haben DRS. Nein, es kommt noch keiner. Kein Mercedes kommt an die Box. Wahrscheinlich dann nächste Runde. Wir sind noch zu weit weg. Da wird noch nichts gehen nach vorne. Aber was passiert jetzt? Geht der erste Mercedes rein? Nein, bleiben beide noch draußen, dann bleiben wir auch noch. Um dann mit den Medium-Reifen auf jeden Fall nochmal angreifen zu können. Jetzt sind wir aber nah dran. Geht jetzt Angriff. Oh Gott, fast das Heck verloren. So, nochmal ordentlich auf den Pinsel treten. Hamilton kein DRS. Gegen Bottas. Vielleicht noch nicht. Vielleicht gleich wie bei Perez. Vielleicht können wir da das gleiche Manöver machen. Das hat gut funktioniert bei Perez. Oh, aber Hamilton lässt da keinen Platz. Da war zu wenig Platz. Zu wenig Platz hier. So, nochmal auf die Startziel warten. Aber er ist echt ein bisschen am Struggle hier. Sind da fast schon auf dem Rücksitz. Aber jetzt muss doch der erste Mercedes reinkommen an die Box, oder? 42% auf den Reifen. Und wir werden das so machen, wenn der erste Mercedes reinkommt, werden wir auch reingehen. Um da keinen Boden zu verlieren. Das werden wir uns anschauen. Kommt Bottas jetzt rein? Nein! Aber Hamilton greifen wir an. Hamilton geht ganz rüber. Das ist ein knappes Ding. Wir sind vorbei. Yes. Ja, wir haben ordentlich Batterie dafür verbraucht. Hamilton kommt da nochmal, aber schafft es nicht ganz. Und die Kurve kriegen wir. Jawohl. Zweiter Platz. Und Hamilton geht jetzt an die Box.
seconds. Hamilton jetzt zum Boxenstopp rein. Also der erste Mercedes ist jetzt drin, das heißt, wir werden jetzt gleich auch zum Boxenstopp gehen. Hamilton hat sich aber für die harten Reifen entschieden. Das werden wir nicht tun. Aber wir müssen jetzt natürlich in der Runde sehr, sehr fix sein. Denn Bottas wird jetzt auch gleich reinkommen. Boxenstopp. Understood, stopping this lap. So, jetzt kommt's drauf an. Bottas fährt aber noch eine... Bottas fährt noch mal eine Runde. Bottas ist nicht rein? Das hat jetzt irgendwie für Verwirrung gesorgt. Okay, Bottas geht vielleicht auch... Oh nein, wir wollen nicht die harten Reifen, Jeff. Nein, nicht die harten Reifen. Nein! Oh nein, Jeff hat... Nein, wir haben... Oh nein. Die wollten wir nicht haben. Jeff hat sich durchgesetzt. Jeff wollte unbedingt die harten Reifen haben. Oh Mann. Naja, egal. Vielleicht kriegen wir es auch mit den harten Reifen hin. Aber es wird eine Aufgabe. Aber die Medium wären gut gegangen. Und Hamilton geht vorbei. Hamilton dadurch vorbei. Hamilton mit dem Undercut und ist jetzt außen an Stroll vorbei. Ah, das ist jetzt nicht gut. Das ist nicht gut. Jeff, das war nicht gut. Na, vielleicht kriegen wir ihn ja wieder. Aber das war jetzt echt nicht so gut. Gut, dass wir da an Stroll direkt vorbeikommen. Ja, die Medium wären die bessere Wahl gewesen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Jeff, der setzt sich immer durch mit der Strategie. Auch wenn man eigentlich was anderes vorhat. So, Hamilton rutscht da beim Ausgang. Nochmal ordentlich drauf treten. Jawohl, come on. Wir sind nah genug dran. Hamilton, kein DRS. Wir kommen wieder vorbei. Es war natürlich clever von Mercedes, Hamilton direkt reinzuholen. Gehen ganz nach links. Wow. Bisschen spät. Aber wir sind durch. Norris dadurch in Führung. Und da kommt Bottas raus. Bottas hat die Medium drauf. Natürlich hat er das. Also mit Bottas gehen sie jetzt die Medium-Strategie. Die wollten wir doch auch, Jeff. Jeff, wir wollten doch auch die Medium haben. Ist doch gesagt. Oh, das wird jetzt spannend. Wie kann Bottas jetzt wegfahren? Aber Norris ist da natürlich so ein bisschen Blockade jetzt. Norris noch mit den alten Softreifen. Oh, das wird jetzt spannend. Also wir sind direkt im DRS schon. Von Bottas. Das auf jeden Fall. Aber Bottas jetzt auch DRS gegen Norris. Hamilton können wir abhängen. Ah, jetzt geht Norris rein. Und jetzt haben wir den Zweikampf. Um die Führung. Aber wie lang halten die Medium-Reifen durch? Werden die Hard vielleicht am Schluss noch mal ein bisschen besser? Können wir da mithalten mit den Harden gegen Mercedes? Jetzt. Ja, sind wir gut dran. Dann müssen wir jetzt eigentlich nah genug dran sein. Was sagt das der ERS, DRS? Ja, nicht ganz volle Ladung, aber da kommen wir ran. Oh, aber es ist knapp. Es ist knapp. Wir gehen innen rein. Innen rein stechen. Wir sind durch. So, kommt nochmal der Konter. Okay, good work. Great pass. Ja, er kommt. Der Konter kommt. Wir gehen wieder nach innen. Den können wir verteidigen. Jawohl. Jetzt hat er eigentlich erst wieder eine Chance auf Start-Ziel. Jetzt müssen wir irgendwie gut durch die Mittelpassagen, durch den Mittelsektor kommen. Damit er da keine Chance hat anzugreifen. Na, was sollten wir hinkriegen? Ah, der Ferrari läuft. Der verläuft wieder ganz ordentlich hier. Bin ich mal gespannt, wenn wir dann die Komponenten tauschen im letzten Rennen. Was dann nochmal geht. Das muss ja richtig abgehen dann. Aber jetzt haben wir ihn erstmal abgeschüttelt. Oh, Bottas ist wieder dran. Was macht er? Kommt jetzt nochmal die Attacke. Safety Car. Safety Car, nein. Aber gut, wir müssen jetzt, wir bleiben jetzt einfach draus. Oh, Pierre Gasly wurde disqualifiziert? What?
Das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Schauen wir uns kurz nochmal an, was bei Pierre Gasly passiert ist. Fährt hier die Kurve, bremst an und ganz komisch dreht er sich weg. Viel zu viel Gas gibt er und keine Ahnung, was er jetzt macht. Er versucht zurückzufahren auf die Strecke und wartet einfach. Er steht einfach da und fährt nicht weiter. Er fährt einfach nicht weiter und wird deshalb disqualifiziert. Okay, da ist das Safety Car. Bernd ist da. Und alle sind hier draußen geblieben natürlich. Es macht jetzt keinen Sinn, nochmal reinzugehen. Den Harten können wir jetzt durchfahren. Perez 4., Verstappen 5. Und wir haben hier wirklich die Möglichkeit, nochmal einen Sieg nach Hause zu fahren. Kommt jetzt ganz drauf an, wie Bottas jetzt seine Medium-Reifen schonen kann. Da haben wir jetzt natürlich nicht so gute Karten, mit den harten Reifen dann einen Restart zu machen. Okay, Safety Car kommt jetzt rein. Wird Bottas direkt attackieren. Wir werden auf jeden Fall gleich richtig Vollgas geben. Und zwar genau jetzt. Safety Car ist drin. Bottas 2., Hamilton 3. Reifen kalt. Sind irgendwie die Senna S ordentlich kriegen, jawohl. Sehr schön. Batterie ist wieder voll. Kommt Bottas ran. Nein, er kommt nicht ran. Das DRS ist jetzt wieder aktiviert. Bottas ganz nah dran. Sehr nah dran. Und wie der angeschossen kommt, das ist ja unnormal. Können da wahrscheinlich gar nichts ausrichten. Nee, Bottas geht vorbei. Ganz eng geht er vorbei. Hat natürlich seine Medium-Reifen jetzt ordentlich schonen können. Ja, Hamilton ist da eigentlich weit genug weg. Aber Bottas hat da einen richtigen Überschuss gehabt. Da hatten wir überhaupt keinen Auftrag jetzt hier zu verteidigen. Das könnte noch ein Fight bis zum Ende werden. Also das müssen wir uns irgendwie gut einteilen. Wenn wir jetzt hier wirklich den Sieg einfahren wollen, müssen wir das gut taktisch lösen. Immer im richtigen Moment wieder die Batterie laden. Richtigen Moment dann wieder vorbeigehen. Auf Startziel. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir gegen Bottas haben. Ja, Mercedes ist in den schnellen Kurven sehr gut. Er fährt da immer einige Wagenlängen direkt weg. Von dem her müssen wir mal hier aus der letzten Kurve gut raus. Ja, da sind wir wieder gut dran. Nah genug dran auf jeden Fall wieder. Um nochmal die Gegenattacke zu gehen. Wieder im DRS. Wir müssen halt auch vorbeifahren. Vorbeifahren und wegfahren ist die Aufgabe jetzt dieses Mal außen. Das verteidigt das aber wieder ordentlich. Boah, da rutschen wir ziemlich stark durch die Kurve durch. Da müssen wir ein bisschen Platz lassen. Bottas jetzt mit dem DRS. Ah, da geht er nochmal vorbei. Macht da wieder zu. Jawohl. So wird das gemacht, Leute. Ja, er ist noch da. So ein bisschen Platz lassen. Ja, easy. Nice move. Ja, das ist ein ordentlicher Battle hier um den Sieg. Schauen, ob wir den für uns entscheiden können. Bottas wieder sehr nah auf Startziel. Kommt er dieses Mal ran? Ja, er kommt richtig schnell. Wir sind in der letzten Runde, Leute, in diesem Rennen. Und wir haben Bottas richtig rausdrängen können aus dem DRS. Also die Medium-Reifen haben doch richtig ordentlich nachgelassen dann. In den letzten Runden. Da konnten wir easy davonfahren. So, Motor ist bei 70%. Der wäre jetzt fast explodiert. Das Getriebe hat es noch gepackt. Das Getriebe hat es noch geschafft. Und wir gewinnen auch dieses Rennen. Ein weiterer Sieg in Folge. Jawohl, sehr stark. Sehr gut. Das war doch mal Performance. Sehr gut. Ein weiterer Sieg für Ferrari. Am Ende der Saison klappt es jetzt doch noch richtig gut. Und Vettel, Fahrer des Tages. Ja, die Siege hätten wir früher gebraucht in der Saison. Sag mir, Stefan, deutlich früher. Ja, aber in dem Fall, ja, wir werden Mercedes nicht mehr angreifen können. So viele Dinge, an die man denkt, dadurch Zweiter und Dritter für Mercedes. Red Bull hat das seit dem letzten Rennen eh schon eingetütet. Kann man sparen,
mit der WM, mit der Konstrukteursmeisterschaft. Ja, schade. Ja, Leute, Carlos Sainz wird dann noch Sechster am Ende. Die beiden Mercedes waren stark, vor allem Bottas sehr, sehr stark gefahren. Es war ein gutes Battle zum zweitletzten Saisonwochenende. Und jetzt schauen wir nochmal kurz auf die Rangliste drauf. Wir sind auf Platz 3 geblieben, sollten wir eigentlich auch fürs letzte Rennen. Wenn es dann ins große Finale geht, wir werden Mercedes nicht mehr überholen können. So viel ist eigentlich schon klar. Aber so können wir ins letzte Rennen dann gehen in der Saison. Und wenn es euch gefallen hat, haut gerne einen Daumen nach oben raus für dieses Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten, beim Finale, beim Grande Finale wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.